Ja, das war gerade einmal dieses. Kennt man ja, wenn das Handy gerade losgeht. Merkwürdig. Soll's. Ein bisschen Express looten. Türme lassen sich auch leichter kaputt machen, glaube ich. Ja, mit gewissen Waffen definitiv. Also mit Sprengsätzen sind die halt nahezu instant down.
Find's lustig, dass die ganze Zeit die Dinger spawnen, ohne dass neue Monster kommen. Das sollte auch gar nicht so sein. In den beiden Runden davor hatte ich die ganze Zeit Monster da. Und die letzte Turm hat auch irgendwie keine Truhe ausgespuckt. Sehr witzig. Aber schön ist, die Türme und die Multiplikatoren und so ein Scheiß sind alles Teamaufgaben, also es zählt für euch alle mit. Das ist ja gut. Einzigste, was unter anderem was Single ist, ist halt dieser Einzelschaden an den Mobs. Aber da halte ich mich zurück, weil mir eh nur noch 10.000 Schaden fehlen. War jetzt eben in beiden Runden so, die ich gespielt habe, dass in der danach der Welle spawnt ein so ein Mini-Boss-Mob, der droppt dann eine der Handschuhe, War Machine oder Doom. Ah, okay. Den sollten wir auf jeden Fall dann töten, wenn der kommt. Ja gut, mit den Mini-Bossen hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ja, es war aber diesmal wirklich nur einer jeweils. Nein, mir fehlen noch 3 Stück. Nein. Bitte, bitte nicht töten, bitte nicht töten. Ah, gut, 50er wäre auch fertig. Ich hab dir so liebe sogar meine Serie kurz abgebrochen. Ja, du hast sie doch bestimmt schon fertig, oder? Ja, schon lange. In der ersten Runde, wenn du Single durchgehst. Ach, gucke mal. Eine Aufrüstbank. Jetzt mal Trommelmagazine.
Da ist der Boss. Yo, 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 ich hab nur noch 2 HP. Ja, übertreibt der einfach. Ach komm, diesmal hat er nur die scheiß Stark-Waffe gehabt. Ah ne, das war der falsche Boss, stimmt, da ist der richtige. Nein, lass mich raus! Scheiß Boss liegt immer noch, ne? Ja, bin grad dabei. Ist gleich tot. Keine Muni mehr. Hat jetzt einer von euch sich die Handschuhe genommen? Oder hatte der diesmal wirklich keiner? Tot. Nee, also ich hab nichts genommen, tatsächlich. Ist ja doof. Gestern bei einer Runde hatte der jedes Mal Handschuhe gehabt. Das ist jetzt enttäuschend, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich hab ein Auto geschützt, wenn das jemand haben möchte. Nee, das muss ich sagen. Kann. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass jetzt, wo wir als Gruppe angemeldet sind, dass das schwerer ist. Mit den Randoms war es irgendwie anders gerade. Ich weiß auch nicht. Und die waren nicht gut. Vielleicht hat das auch was mit dem Konsolen-Level zu tun oder so. Ja, okay. Die anderen, mit denen ich unterwegs war, waren alle irgendwie, also zumindest in der Season um die 100. Ich nehme den Server mit. Liegt noch eine goldene Trommel. Wo? Tara gerade aufgehoben. Okay. Oh,
Lass den Autolaser übrigens da liegen, wenn ihr jemand haben möchte. Gut, dann liegt jetzt hier eine Säge. Ich wollte gerade sagen, beim Boss ist der vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn der die ganze Zeit nebenher feuert, ne? Möglich, ne? Kommt darauf an, wie weit du vom Gegner weg bist, ne? Was mich ein bisschen stört, dass ich bis auf zwei Saufpacks in der Runde hier bekommen habe. Die. Ja, Black gut, Panther die sind ja, ich weiß nicht, beim Boss. Boss ist gespawnt. Ach, wir sind schon beim Boss hier, oh. Ja, ja. Da ärgert es mich, dass ich kein Heal habe. So wirklich. In der Runde vor hatte ich verdammt viel Heal immer. Ja, genau. Oh, der Zug fuhr gerade hier lang. Mhm. Fokus mich. Ja. Lass mich, lass mich, lass mich. Keine Sicht auf den Boss. Nein, lass mich in Ruhe. Scheiße. Nein, nein, nicht in die Solo rutschen, ich spiele! Lass mich hier raus! Komm, 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 komm! Boah. Da, Halleluja! Dann würde ich vorschlagen, lassen wir jetzt hier in der ersten Welle die Monster am besten alle für Tara. Oh. Damit sie ihre das hab ich 50er-Serie hinbekommt. Soll ich auch sagen, das habe ich eben schon gemacht. In der ersten Runde war ich nur am Kisten öffnen, also an dem Zeug öffnen. Für die Multiplikatoren und die Türmchen. Ja. Ah, der Jigsaw-Fenster ist hier auch. Habt ihr mal kaputt gemacht.
Wie schaut es bei Taras Multi aus? Ich glaube, es ist fertig. Okay. Ein Multiplikator irgendwo gesehen. Ist der auf dem Baum oder was? Das kann sein, ja. Ja, moin. Wird schon lange suchen. Ui, sagt man nur noch. Ach ja, du. Durchs Maisfeld, ernsthaft. Passt doch zur Halloween, oder? Ah, scheiße. Zone, kommst du hinterher, danke. Ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht hoch, oder? Du kannst bauen. Ach ja, stimmt. Da denke ich so null gar nicht dran, weißt du das? Das Problem hatten wir letztes Jahr schon. Ach ja, man kann ja bauen. Noch eine Heal kennen. Ich habe schon eine im Inventar, falls einer mitnehmen möchte. Problem ist, ich habe keine Muni mehr. Welche Waffe brauchst du denn Muni? Alle. Ja, wieso habe ich mit der Antwort so gerechnet, dass ihr das sagt? Ich habe keine Muni mehr, ich habe nur noch hier meinen. Dann loot das Ding in der Mitte. Schlagsache. Ja, lass das doch dann Tarel alles in der Mitte looten, ja, dass ihr werden. Ich mach doch gar nichts. Tara?
Wir sollen ja nett sein zueinander, habe ich mal gerüchteweise gehört. Ich finde es zwar auch wieder mal widerlich. Aber ich würde mich endlich mal über ein vernünftiges Sturmgewehr freuen. Also ich habe ein graues Kampfsturmgewehr. Deto. So, mal ein bisschen Express looten hier. Noch ein graues Kampfsturmgewehr. Oh, das. Die kennen oder? Ach, du hast den Dynamit mitgenommen, okay. So, das müssen wir einziges wieder Miniboss haben hier, ne? Einziges Doof, wenn er hier kennt, ist, dass er halt wirklich zwei Spots braucht. Das ist halt nervig. Ja. Irgendjemand den Miniboss gespottet? Bisher noch nicht. Ich hab keine Ahnung. Kann sein. Der Miniboss läuft halt mit dieser komischen Minigun rum. Achso. Ich krieg nochmal so ein War Machine. So, das ein Jetpack wäre gut. Ah, ist der den Miniboss? Ach da. Einmal Muni. Was hat der denn gesagt? Kettensäge. Wieder nur Müll. Wieder nur Müll. Schade eigentlich. Okay, das Autogeschütz macht aber an den Viechern kaum Schaden, ne? Ich hab's erst mal ausprobiert, das hat ja irgendwie nur 5 Verhits gemacht. Ich hab da eben nicht drauf geachtet. Naja, das Ding fliegt wieder raus aus dem Inventar, das bringt nichts. Meinst du, die Kettensäge bringt was? Ich bezweifle es. Aufrüstbank. Ja, die bräuchte ich jetzt auch kurz, ne? Ich hab eine blaue Tommy Gun, wenn die jemand haben möchte. Also die Trommel. Ungefähr. Ja, ich muss weiter, scheiße. Oh, ich komme zum Nachladen.
Drum gehe ich tatsächlich hier in dem Modus gar nicht auf Magazingröße, sondern auf Nachladegeschwindigkeit. Bringt ja viel mehr. Ja. Das ist gar nicht mal so dumm. Mhm. Captain America's Schild. Oh, ja, Handschuhe. Zwar nur die von Captain Marvel, aber besser als gar keine Handschuhe, ne? Captain Marvel? Ja, Captain Marvel, du weißt, Captain America. Ach nein, Mann. Iron Man. Du weißt, danke. Ah, okay. Ja. Aber jetzt krepier ich, wenn's blöd geht in der Zunge. Ich kann mir vorstellen, dass die Iron Man gar nicht mal so schlecht sind bei dem Boss. Unibeam. Generell löst das oft, naja, wobei die machen dem Viecher nur 24 Schaden, aber halt kein Munitionsproblem, ne? Und der Beam muss ich vielleicht mal austesten. Irgendwie finde ich es lustig, dass die Zombies durch die Iron Man Waffe nach oben geschleudert werden in die Luft ein bisschen. Ihr müsstet dann aber eigentlich theoretisch das auch mittlerweile mit allen Aufgaben durch sein, oder? Ne, ich muss immer noch Schaden machen. Ich muss auch noch Schaden und einen Multiplikator. Den Multiplikator können wir gleich noch machen. Kommen wir welche? Wenn wir denn dazu kommen, die aufzusammeln. Warum nicht? Warum geht noch Mini-Muni? Ich kann dir ein bisschen abgeben, ja. Warte, bleib mal hier. So, zwei Stacks kann ich dir auch noch geben. Ja. Jetzt kommt halt der Boss, da brauchen wir verdammt viel Muni. Hä? Was ist denn der Boss? Der ist doch eigentlich so groß, ich sehe ihn nicht. Ja, der ist hinten in der Ecke. Der Strahl macht nur 90 Schaden am Boss. Boah, Alter, was ist das? Warum placed denn meine Rampe hier einfach daneben?
Habt ihr euch eine Multiplikator noch gemacht? Ja. Lad doch nach, Mensch. Dr. Doom Handschuhe, nice, hier liegen jetzt einmal meine Handschuhe rum. Nein. Nein, nein. Schmeiß mich doch nicht in die Zone, du scheiß Wix-Boss. Nein! Nicht schon wieder! Ich bin tot. Ja, jawohl. Also ich finde immer noch das Stärkste, um gegen den Boss zu kämpfen, ist Maschinengewehr, Sturmgewehr. Also damit die meisten.